Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin Danny und in diesem Video möchte ich Koh Lipe, eine maledivische Insel in Thailand, vorstellen und meine Erfahrungen teilen. In diesem Video werde ich auf einige allgemeine Punkte eingehen und mindestens zwei weitere Videos werden folgen. Eins davon wird Koh Lipe hinter den Kulissen zeigen und ein Best-of-Diving-Video wird folgen. Also abonniere gerne den Kanal, damit du das nicht verpasst. Los geht's mit der Anreise. Wenn ihr in Koh Lipe ankommt, dann müsst ihr auf jeden Fall einmal zu diesem Counter gehen und die Entrance Fee von 200 Baht bezahlen. Dafür bekommt ihr ein Ticket und dieses Ticket solltet ihr im besten Fall immer bei euch führen, wenn ihr auf Koh Lipe seid. Denn ansonsten, falls irgendjemand dort kontrolliert, müsst ihr die Gebühr von 200 Baht erneut bezahlen. Das Coole in Koh Lipe ist, es fahren mehr als genug von diesen sogenannten Tuk-Tuks oder Taxis durch die Gegend. Die kosten 50 Baht pro Person, egal wohin man fährt. Es ist einfach ein einheitlicher Preis und egal wo ihr hin wollt, ihr zahlt das gleiche. Angekommen in unserem Hostel haben wir uns erstmal im nebenliegenden Café einen richtig guten Cappuccino gegönnt und dort gab es auch sehr leckere Grilled Cheese Sandwiches und darüber hinaus noch weitere sehr gute westliche Küche. Eine der Hauptattraktionen auf der Insel Koh Lipe ist die sogenannte Walking Street. Und auf dieser Straße findet ihr so gut wie alles, was ihr braucht. Wenn ihr Bock auf Pizza bekommt, dann checkt unbedingt Paolo's Pizza aus. Ist jetzt nicht die ganz klassische italienische Pizza, wie ihr sie vielleicht bei einem guten Italiener bekommen würdet. Aber für thailändische Verhältnisse finde ich sie sehr gut. Und des Weiteren haben wir hier eine Tapas-Bar, die abends sehr, sehr gut besucht ist. Ich war selbst nicht da drin, aber es sah auf jeden Fall super aus, was ich da gesehen hatte. Weiter geht's mit einem Coworking Space, das A-Plus Hotel. Also im Endeffekt ist es ein Hotel, aber bietet die Möglichkeit, sich da einfach hinzuhocken, zu arbeiten, sich was zu essen, zu trinken, zu bestellen, wenn man möchte. Und nebendran findet ihr ein Lokal, besonders abends, mit Live-Musik. Ich habe leider den Namen nicht mehr im Kopf, ist aber auf jeden Fall auffallend, weil das der einzige Schuppen ist, wo richtig schöne Live-Musik läuft. An der nächsten Ecke findet ihr das Blumencafé, wo wir eben gerade schon gewesen sind. Gleichzeitig ist nebendran auch ein Hostel, welches ich jedoch nicht unbedingt empfehlen würde. Dazu komme ich später noch einmal. Schräg gegenüber vom Blumencafé ist eine chillige Bar. Auch da habe ich leider den Namen nicht mehr, aber das werdet ihr auch abends mitbekommen. Da kommt dann gute elektronische Musik raus, kann man sich einfach mal hinschillen. Das ist der Hymn auf Koh Lipe. Ja, dieser gute Mann, der singt ungefähr den ganzen Tag Coconut Donut und verkauft in der Tat ziemlich leckere Coconut Donuts. Weiter auf der Straße finden wir das Elephant, ist auch ein westlicher Laden. Alles, was ich da gesehen hatte, sah sehr gut aus. Falls ihr das noch nicht mitbekommen habt, in Thailand ist Marihuana mittlerweile legalisiert und auch auf Koh Lipe findet ihr diverse Möglichkeiten, euch euer Zeug zu besorgen, wenn ihr wollt. Was mich sehr überrascht hat, ist dieser kleine Bäcker. Wenn ihr morgens zum Strand geht, dann werdet ihr diesen Duft wahrnehmen von frischen Brötchen und Croissants. Am Ende der Walking Street, direkt am Strand, findet ihr noch einen Dive Shop. Ich finde, dieser Shop am Strand hat eine relativ große Auswahl an Dive-Utensilien, wenn ihr noch irgendetwas braucht. Ja, und da sind wir jetzt beim nächsten Thema Beaches angekommen. Das hier ist hier der Pattaya Beach und die Walking Street endet genau dort. You'll be my mama.
Eben gerade haben wir gesehen den Pattaya Beach und den Sunrise Beach. Die beiden Beaches liegen sich quasi gegenüber auf der Insel und sind beide wunderschön. Des Weiteren gibt es den Sunset Beach. Man kann dort den Sunset genießen. Jedoch ist er etwas abgeschiedener von dem Hauptstrand, dem Pattaya Beach, wo man letzten Endes auch den Sonnenuntergang genießen kann. Koh Lipe ist auf jeden Fall sehr bekannt für das kristallklare Wasser und natürlich habe ich es auch ausprobiert, dort direkt am Beach schnorcheln zu gehen. Und ja, was soll ich sagen? Ich habe es auf jeden Fall bestimmt nicht lang genug gemacht, um einiges dort zu entdecken, aber wie ihr hier gerade seht, ein kleines bisschen kann man da auf jeden Fall direkt am Strand schon sehen. Ich persönlich würde jedoch zu Schnorchelausflügen raten. Kommen wir zum vielleicht mit wichtigsten Thema, nämlich Hotels und Hostels. Zuerst war ich im Bloom Hostel, was okay war, aber nachdem ich beim Vorbeigehen das Skiklippe gesehen habe, habe ich für die restliche Zeit mich im Skiklippe eingebucht, denn wie ihr hier sehen könnt, ist es einfach super groß, modern, bietet Möglichkeiten, unten im Aufenthaltsraum zu sitzen, zu arbeiten, sich dort was zu essen bestellen und alles drum und dran, was das Bloom Hostel einfach nicht liefern konnte. Let's talk about diving. Das Tauchen war mit ein Grund, weshalb ich überhaupt nach Koh Lipe gefahren bin. Denn, naja, ihr seht's ja, das Wasser ist dort so kristallklar. Und ich werde jetzt einfach Bilder für sie sprechen lassen, denn was soll ich euch da erzählen? Ich habe noch viel mehr Aufnahmen vom Tauchen und ich werde auf jeden Fall noch ein explizites Tauchvideo über Koh Lipe machen. Also abonniert gerne den Kanal und verpasst das nicht. Oh mein Gott! Da meine Reise von Koh Lipe nach Langkawi geführt hat, was zu Malaysia gehört, musste man in Koh Lipe zur Immigration vorher und sich quasi aus Thailand ausstempeln. Nicht erschrecken, man gibt den Pass dort einfach ab und bekommt ihn auf dem Boot, auf der Fähre erst wieder. Das war am Anfang für mich irgendwie komisch. Ich habe es nicht so ganz gecheckt, was da passiert, aber dachte mir, okay, wenn es so sein soll. Und ja, auf dem Boot gibt es dann den Pass wieder. Ja, und dann schippert man einfach mit dem Longtail-Boot zur Fähre. Und ja, das war's jetzt mit diesem Video von Koh Lipe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und bis zum nächsten Mal. Peace out.